Willkommen zurück bei uns auf unserem kleinen Kanal. Ich habe heute einen sehr besonderen Gast, auf den ich mich auch schon sehr freue, die Elfriede Ammann. Grüß dich, Elfriede. Schön, dass du hergekommen bist. Ich grüße dich, Frank. Freut mich, dass ich hier bei dir bin. Ja, du bist heute hier unterwegs in Sachen alter Wegbegleiterin von dem Herrn Tol. Du bist eine Dolmetscherin von ihm, richtig, ja? Ja. Und ich glaube, du hast ihn auch schon seit Anbeginn ja, verfolgt, also warst an seiner Seite, schon in der ersten Staffel, also mit seinem ersten Auftreten hier in Deutschland, wo er die ersten Vorträge hielt. Ja, als er angefangen hat, im Chiemgau im März Vorträge zu halten, habe ich zwar den Anfang verpasst, erst als ich Joe Konrads Interview mit ihm gesehen habe, was Ende März eingestellt wurde, hat es bei mir geschnackelt. William zu sehen in diesem halbstündigen Interview hat bei mir Tränen ausgelöst, fast die ganze Zeit. Und danach wollte ich alle seine Videos sehen und habe mir die 7 Chiemgau-Gespräche reingezogen. Und dann hatte ich lang gebraucht, um die Ida Christa Schmidt, so ähnlich hieß sie, von die Chiemgau-Fee, die ihn interviewt hat, ausfindig zu machen. Leider lebt die Dame nicht mehr. Und Ja, dann ging es ähnlich. Ich habe von der Frau, ich glaube Ogilvy im Kölner Raum, habe ich ein Interview gesehen und war gleichermaßen erfasst von ihm. Dachte mir, was ist hier los? Was ist das für ein Mensch? Da möchte ich jetzt alles drüber rauskriegen. Was geht hier für ein Film? Naja, im Grunde bin ich bis jetzt, ich mache ja Gegenwartsforschung auf meinem Kanal, bis jetzt damit beschäftigt, ja, da alles rauskriegen zu wollen. Aber ich kann auch bestätigen, erst einmal im Herzen, mir hat es auch Tränen ausgelöst, als ich hörte, was er sagte. Ich habe das Interview mehrfach gehört. Und es war nicht irgendein Traumata in meinem Inneren, was durch ihn aufgelöst oder ausgelöst wurde. Nein, das, ich denke, da habe ich eine gewisse Innenschau. Das war tiefer. Das war viel tiefer. Genau. Das Herz hat gesprochen und damals habe ich ja noch keine Kritiken oder sowas gelesen. Das Herz hat bei mir klar gesagt, der Mann ist echt. Und das ist eine der wichtigen Aufgaben herauszufinden. Und daran habe ich mich gehalten. Der Mann ist echt. Und ja, wir wissen ja aus dem Vorgespräch, deswegen bin ich auch noch am Forschen, dass wir da durchaus auch ja, different sind. Und das wollen wir auch heute in diesem Interview zusammen erörtern. Ich würde dich jetzt mal als, ich sage das jetzt so, als Hardcore-Fundamentalistin von dem Herrn Tol bezeichnen, der ja immerhin auch ein bisschen polarisiert. Ich merke das immer auch in meinem Forum, sobald der Herr Tol eine neue Vortragsreise macht und ich mich wage, ein Interview oder einen Vortrag von ihm einzustellen, geht es los. Dann sind die Fronten verhärtet und es wird leider aufeinander, vollkommen unnötig aufeinander eingeprügelt. Ja, wir werden heute nicht prügeln, aber wir werden wahrscheinlich auch Fronten haben, wo wir uns auch hier und da kontroverse austauschen. Das hoffe ich zumindest, um Blickwinkel zu werfen. Ja. Und ich hoffe auch sehr, du hältst es dann aus, aber ich glaube, du tust es. Tue ich schon. Hardcore, ja. Fundamentalistin, nein. ich bin klar auf der, wie ich sage, vertikalen Schiene der Einigkeit positioniert. William Tol sagte ja, und da haben wir was gemeinsam, sage ich dir vielleicht später, seine Aufgabe sei es, für die Einigkeit unter den Deutschen zu sorgen, damit Gottes Plan der Befreiung Deutschlands durchgeführt werden kann. Und mir ist dann im Laufe der Zeit aufgefallen, es gibt eine Einigkeit, die horizontal verläuft, eben Ost und West und Süd und Nord von Deutschland zu verbinden und dann womöglich noch alle Ausläufer verstreut auf die ganze Welt. Das ist diesseitig. Und die jenseitige Ausrichtung ist die vertikale Einigkeit. Und William kommt als ein Bote Gottes, als ein Gesandter Gottes, Sendbote und stellt die Verbindung zwischen Gott und Menschen dar, besonders uns Deutschen. Und
diese Verbindung ist unerlässlich, dass überhaupt mit Deutschland eine neue Ära beginnen kann. Okay. Und deshalb mache ich mich stark dafür, dass William als Prophet, als Seher gesehen werden kann und anerkannt werden Da sind kann. jetzt schon viele Dinge drin. Lass uns häppchenweise vorgehen. Ich würde dann erst einmal auf diese vertikale Einigkeit nochmal eingehen. Ja, die finde ich sehr interessant. Du hast gesagt, horizontal, klar, Ossis und Wessis. Da haben wir auch schon wieder leider Spaltung statt Einigkeit, sogar weltlich. Wir erfahren das auch jeden Tag im Alltag. Vertikal wäre die Einigkeit von jedem von uns Deutschen mit seinen Urahnen, mit dem Bewusstsein der Urahnen und herein in die himmlischen Sphären rein, in das Feingeistige bis hin in die Urkräfte, oder wie meinst du das? Da gehört alles dazu. Das Jenseits ist dort, wo Gott wohnt oder auch wo William Toll wohnt. Also er geht ja jeden Tag ins Jenseits, beziehungsweise in diese andere Welt, die er Nebel nennt. Urnebel, Schöpfungsnebel, dort, wo Prima Materia ist. Und dort sind die Ahnen, wie du schon gesagt hast, aber auch die noch ungeborenen deutschen Kinder, für die er möchte, dass wir uns engagieren. Und Gott ist dort und Gott ist überall, nicht nur ins Jenseits zu verorten. Ja, ich würde es gerne Aber generalisieren. Im Spiritismus, früher hätte man es das Jenseits genannt. Im New Age könnte man sagen, es ist das kollektive Bewusstsein oder die Bewusstseinsebenen bis zur Quelle. Ich weiß gar nicht, in der christlichen Kirche sind es die sieben Himmel. Damit wir wissen, über was wir reden. Also das wäre dann diese vertikale Einigkeit, mit der wir hier uns dann verbinden würden, ja. Und genau. er dann, du sagst, er ist jetzt ein Prophet, ein Mittler zwischen Volk und Gott, demnach, ne? Für mich ist William ein Prophet und das habe ich schon in meinem zweiten Artikel letztes Jahr im August geschrieben. Oliver Janich hat es dann im November aufgegriffen, als er ein Interview mit William führte. Bist du ein Prophet? Fragte er ihn. Und William sagte, ich habe eine namenlose Mission und ich bin nur William. Aber als er im März 22 rauskam mit seinem Meine Mission-Video, da nannte er sich ja Wächter auf der Mauer der deutschen Nation und das schon seit Tausenden von Jahren, dass er dieses Wächteramt einnimmt. Und wenn man nachforscht, was ist ein Wächter oder Späher auch genannt, in der Bibel bei Jeremia und Ezechiel werden die als Propheten ausgewiesen. Also es ist ein anderer Name oder Beiname für den Propheten. Und der wiederum ist Mittler zwischen Gott und Volk und auch politisch tätig. Nicht nur als Seher, der irgendwo im Hintergrund seinen Leuten halt sagt, was er gesehen hat. Ja, da sind die Wächter, würde ich später gern nochmal behandeln wollen. Das ist ein sehr wichtiges Thema, was ja auch für Irritationen teilweise sorgte. Du sagst, für dich ist er ein Prophet. Und jetzt kommen wir so ein Stück weit schon rein, dass ich eine kritische Haltung einnehme. Ja, sag ich mal ganz flapsig, okay, wie kannst du es mir beweisen? Wieso soll ich? Es ist eine Du Glaubenssache. musst es nicht, du musst es natürlich nicht. Aber du sagst es ja, also wie könntest du es mir jetzt nahbar machen? Denn ich weiß sehr wohl, es gibt ja auch ganz viele Leute, für die einen ist er ein CIA-Agent. Gut, das ist jetzt wirklich Mumpitz, tatsächlich einfacher Mumpitz. Für die anderen ist es ein Mittler der NWO. Und für die dritten einfach ein alter Mann, der Bilder sieht. Wie könntest du es mir näher bringen, dass er ein Prophet sei oder ist? Also, dass er echt ist, das hast du selbst gemerkt, dadurch, dass du auch so eine Herzensreaktion gespürt hast, die sich in Tränen ausgedrückt hat. Also, das sind Tränen der Erleichterung, gute Tränen. Und da sagt er auch, es werden noch viele in der Form geweint. Ich kann mich erinnern, in München, 1. Februar, hat er gesagt, Leute, ihr fragt nach Beweisen. Ich bin es. Ich bin der lebende Beweis Gottes, dass er die Befreiung Deutschlands will. Und du kannst in seinen alten Blog-Einträgen nachschauen, wo er das Gleiche schreibt. Er hat sich schon damals, 2018, als der kommende Mann angekündigt. Hat niemand gelesen, beziehungsweise nur ein paar, und die haben es nicht geschnallt.
Was ist ein kommender Mann? Das weiß ich bis heute nicht, weil auch niemand nachgefragt hat. In der Bibel gibt es eine Stelle, dass Johannes der Täufer, der ja der Vorkünder war von dem Kommen des Jesus oder des Gottgesandten Messias, der war ins Gefängnis gesteckt worden, hat seine Jünger beauftragt, fragt doch mal Jesus, ob er derjenige ist, der da kommen soll. Und Jesus sagte, Kranke werden geheilt, Blinde sehen, Lahme gehen. Wer an mir kein Ärgernis nimmt, ist selig. Oder selig sind die, die an mir kein Ärgernis nehmen. Diese Art von Polarisierung, die du vorher angesprochen hast, die bei William sehr stark auftritt, zumal er das gar nicht will, er ist ja für Einigkeit zuständig, nicht für Spaltung, ist so ähnlich wie bei Jesus. Jesus, an dem haben sie viele Menschen ein Ärgernis genommen. Eben die diesseitig Orientierten, die Gott aus dem Spiel lassen wollen. Und ohne Gott geht es nicht. Das ist die zentrale Erschaffungsstelle. Okay, und Gott tut nichts, er vermelde es denn vorher seinen Dienern oder Knechten, den Propheten. Steht in Amos im Alten Testament drin. Und William hat das bei seinem Katastrophenvideo wiederholt. Er hat zwar nicht gesagt, steht so in der Bibel drin, aber er hat es fast wortwörtlich in etwas gefälligerer Sprache gesagt. Von Diener und Knechten hat er nicht gesprochen, aber dass er das über die Propheten mitteilt, was er vorhat. Und Ja, 2018 hat es William in seinem Blog geschrieben. ich kann mich noch gut an die Vorträge erinnern, wenn das I am that sign im Raum steht, ne? Also ihr wollt Beweise, ich bin dieser Beweis oder ich bin dieses Zeichen. Allerdings ist es ja jetzt, wenn man jetzt rein logisch, naturwissenschaftlich evident darauf schaut, ein logischer Zirkelschluss, wie in der Tabellenkalkulation oder so. Also du sagst, Sagen. beweise mir bitte, dass du ein Prophet bist oder bring Beweise und du sagst, ich bin der Beweis. Du verstehst, also die Katze beißt sich da ein Stückel in Schwanz. Vielleicht auch deswegen, weil Beweise nie im Äußeren sehbar, erfühlbar sind, sein können. Vielleicht ist das der Punkt. In einem geschlossenen horizontalen System kannst du Gott nicht beweisen, weil er ist unbeweisbar. Damit kannst du auch seine Propheten nicht beweisen. Und es ist eine Glaubenssache. Und auf den Glauben, die Wichtigkeit des Glaubens hat William auch im Februar in zwei Vorträgen hintereinander hingewiesen. Okay, gut, dann haben wir da einfach ganz klar die Basis auch drin. Darum ging es mir auch, das herauszulegen, dass wir es mit Perspektiven, mit Glaube zu tun haben. Es ist ein innerer Wahrnehmungsprozess. Also ich tue jetzt diesen Glauben nicht irgendwie herabstufen oder so gegenüber der Naturwissenschaft. Also wer auch meine Bücher kennt, mache ich nicht. Aber um es klarzustellen, ja. Gut, dann lass uns doch von hier aus weitergehen. Du hast es ja schon gesagt. Übrigens, wenn ich nebenbei tippe, dann ist das keine Respektlosigkeit von mir. Ich mache mir dabei dann Notizen, um das Gespräch im Auge zu behalten. Ja? Kein Problem. Okay. Du hast schon in ein heißes Eisen schon wieder reingestochen. Er sagte, ich bin der Wächter auf der Mauer, der Fürsprecher der Deutschen, der Warner, der Warner vor Gefahren. Kritiker haben dazu gesagt, ui, just dies steht im Alten Testament im Buch Ezekiel. Und der Ezekiel, naja, der ist nun mal ein, ja, nicht nur Prophet des Alten Testamentes, sondern er könnte ein Fürsprecher der Israeliten sein. Das heißt also, wenn der Herr Tol zwischen Volk und Gott vermitteln will, wäre die Frage, zwischen welchem Volk und Gott er vermittelt. Also so die Kritik, Achtung, im Krieg ist ja bekanntlich jedes Mittel erlaubt, auch die List, auch die Intrige, alles. Er könnte dann sagen, er sei ein Fürsprecher der Deutschen, in Wahrheit aber verfolge er ganz andere Interessen. Was sagst du dazu? Mir fällt jetzt erstmal der Herr Ludwig Gartz ein, der es immer für nötig findet, nicht immer, aber ab und zu mal, in seinen Besprechungen William Tol eine reinzuwürgen. Okay. Er würde den Deutschen ein auserwähltes Ego einreden, so im Auftrage der
New World Order. Und ich halte das für so einen Blödsinn. Ein alter Mann lässt sich von der, wem auch immer, bestechen, so einen Zirkus zu machen, schafft es sogar, uns im Herzen zu berühren, nur um uns reinzulegen. Ich weiß nicht, ob du mit deiner Frage darauf anspielst. Naja, Propheten gibt es nur für Israel, also hat er was mit Israel im Sinn und die Deutschen werden wieder reingelegt. Ja, das ist die Angst der Deutschen und sie projizieren sie eben auf diesen Menschen William Tohl, der so schön polarisiert, wie du sagst. Er hat klar in seinem Missionsvideo gesagt, ich bin der Wächter auf der Mauer der deutschen Nation, nicht irgendeiner anderen. Okay, ja, das ist ja schon mal sehr schön. Ja, tatsächlich wird uns Deutschen ja eine gewisse Gutgläubigkeit oder ein Hanebüchen sein nachgesagt. Da gibt es ja auch diese Zitate von Napoleon und so weiter. Da wäre diese Angst ja irgendwo verständlich. Ja gut, der Herr Gartz, gehen wir da drauf ein nochmal. Er verfolgt halt eine andere, wie soll ich sagen, Theorieschablone, die er auf die Wirklichkeit drüber stülpt. Da muss ja alles nach Tolkien laufen. Es soll nach Tolkien laufen oder er gleicht es damit ab. Da ist für einen Propheten jetzt weniger Platz. Ich glaube, das haben wir im Herr der Ringe da einfach nicht. Von daher, ja, Stefan auch nicht Berns, so wichtig, denke ich, oder? der Stefan Berns sagte es auch, dass vor 100 Jahren eben der Prophet noch seinen Platz hatte, aber die anglosächsischen, angloamerikanischen Kräfte, die satanisch wirken in seinen Augen, hätten eben den Propheten verunmöglicht. Die Presse geht heute her, um einen aufs Treppchen zu hieven und kurz danach gleich in Dreck zu stoßen. Und so wird das mit Propheten gemacht. Also wenn sie überhaupt eine Furore kriegen würden, was William in der MSM-Presse nicht bekommt, dann nur, um sie dann hinterher umso mehr zu verteufeln. Also der Prophet hat es heutzutage nicht einfach. Und William sagt ja auch, dass er gar nicht sich drum gerissen hätte, nach Deutschland zu kommen, um die Deutschen zu lieben, ein Volk, was sich nicht selber liebt und was uneins ist, dem dann zu sagen, Gott hat mit euch Großes vor, jetzt kommt mal in die Pötte. Er kriegt überall rechts und links Diffamierungen und wird als übel dargestellt, wenn er doch nur seinen Auftrag erfüllt und uns sagt, was Gott ihm über ihn sagt. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den du da hast, dass früher die Prophetie eng verwoben war in der Religion und ihren festen Platz hatte und nicht diffamiert wurde, was ja in neuerer Zeit, ja, man könnte fast sagen, in den gottlosen neueren Zeiten, ich denke, das könnte man sagen, zunehmend jetzt auch in Radio, Fernsehen, überall in den Fokus gerät. Das sind diese Wahrsager, das sind keine Propheten mehr, sondern es werden dann Wahrsager, das hat den Beiklang schon, und das sind Betrüger und die wollen meistens Geld. Dabei sind wir dabei tatsächlich in dieser vertikalen Resonanz, die du zu Anfang ja schon gesagt hattest, ne? Wenn du in den geistigen Welten bist, dann kannst du es natürlich ausdrücken, das ist so normal. Und du hast noch einen interessanten Aspekt gesagt, den möchte ich wiederholen. Einem 80-jährigen Mann Geldgier zu unterstellen, ist gewagt. Also da ist das Leben absehbar und dann Geldgier wäre sehr engstirnig, also ohne Horizont. Man sieht den Tod schon fast ins Auge, ja. Also dieses Er ist noch Argument sieht keine man hier 80. nicht, weil, ja. Er ist noch keine 80. Und eben diese Unterstellung der Geldgier heißt, dass die diesseitig orientierte Welt, die horizontale Welt, auch einem Gott dient. Das ist der Mammon, beziehungsweise auch die Macht, die weltliche Macht. Und wir brauchen keinen Gott, wir sind selber Gott. Oftmals sagt es ja mehr über einen selbst aus, was man über andere sagt, als über denjenigen, den man damit definieren wollte. Gell? Okay, gut, jetzt könnte es allerdings doch einfach ein alter Mann sein, der Visionen hat. Ja. Die müssen deswegen doch nicht eintreffen. Sie sind schon eingetroffen an den Stellen, wo er gesagt hat, also die ersten vier Schritte seiner Vision, die er 1987 für Deutschland bekommen hat, als er im Osten Deutschlands war,
Ich glaube in Ost-Berlin. Davon sind 4 Schritte schon passiert. Und einer steht noch bevor und der wird uns die nächsten 10 Jahre oder vielleicht noch etwas mehr beschäftigen, dass aus Deutschland sogar eine Supermacht wird, die als Brückenbauer und Friedensstifter auf der ganzen Welt tätig sein wird. Kann man sich jetzt nicht vorstellen, aber die anderen 4 Schritte konnte sich im Jahr 88, als William eben vor die Großkopferten ging, auch noch keiner vorstellen. Die haben keinen Ton davon gesagt, was sie von diesem Spinner Gottes gehört haben, weil es für sie unwichtig war. Schauen wir mal. Oder Sie sind ein gefährlicher Mann, gehen Sie. Ich, Das war die zwei Sachen Definition. dazu. Ich kann mir das wunderbar vorstellen, ein Deutschland, das in der Zukunft Brückenbauer und Friedensstifter ist, weil ich sehr genau erfühlen kann, die Güte und Größe und Herzlichkeit, die hier in diesem Volk eigentlich da sein könnte. Also die nur darauf wartet zu fließen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen als neuen deutschen Auftrag. Wird einem ja dann sofort immer Deutschtümelei und sowas. Das ist totaler, unterstellt, ist natürlich totaler Quatsch. Allerdings kritisch wieder, weißt du, ich verfolge seit über 20 Jahren die alternative Szene, über 20 Jahren. Aber mir war nie bekannt bis dato, dass kurz vor dem Mauerfall einer den Mauerfall vorhersagte. Also es ist leider eine der Prophetien, die im Nachhinein erst rauskommt, wie man es dem Nostradamus dann auch immer die Schuhe schieben will oder dem Irli. Was sagst du dazu? Also ich habe vorher von ihm nie was gehört. Da möchte ich was dazu sagen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Johann von Rendsburg, ein deutschstämmiger Südafrikaner, hat vor circa 100 Jahren, so exakt weiß ich die Zahl nicht, auch Prophetien bekommen oder Weissagungen, was passieren wird. Und das Interessante war, es hieß, hier siehst du, was mit Deutschland geschieht, aber du darfst es nicht sagen. Und es gibt eine Remote Viewing Studie, da wirst du protestieren, weiß ich schon, von Stefan Schwarz initiiert im Jahre 78, wo der über Telefon an die 4000 Probanden, Lieschen Müller, Otto Normalverbraucher, die jetzt nicht medial speziell ausgebildet waren, in Alpha-Zustand versetzen lassen hat und dann eine Frageliste vorgelegt hat. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus im Jahr 2050? Und interessanterweise ist von dieser Prophezeiung, nicht Prophezeiung, Remote Viewing Studie, Projekt 2050 hieße, schon mehr als ein Drittel verwirklicht. Und es wurden nur die Übereinstimmungen von 80% genommen. Und da wird vom gewaltlosen Zerfall der Sowjetunion gesprochen, weil das stand auf der Frageliste. Und wenn du die Frage überhaupt nicht stellst nach Deutschland, dann fällt es raus. Und deswegen kam der Fall der Mauer 89 nicht zur Sprache bei dieser großen Studie. William hat sie aber gesehen und es hielt keiner für möglich. Dann hat er die Wiedervereinigung gesehen. Berlin wird wieder Hauptstadt. Okay, dritter Punkt. Die Sowjetunion muss zerfallen, damit Deutschland, vierter Schritt, eine Großmacht werden kann, von der wir als Deutsche gar nichts mitgekriegt haben, weil es ist ja unser Geld in die Welt hinausgegangen. Und hat die EU gestützt. Und wir waren immer gut als Goldesel, Zahlesel, aber nicht, um als Menschen respektiert zu werden und wieder unseren wahren Stand einnehmen zu können. Da war eine Menge drin eben. Eine Sache habe ich schon vergessen. Ich gehe mal zurück auf diese Remote Viewing Studie, wo du ja schon richtigerweise geahnt hast, da werde ich nicht deiner Meinung sein. Bin ich tatsächlich nicht. Also 1978, ich weiß nicht, wer heute alles seine früheren Aktivitäten als Remote Viewing benennt. Das mag noch ein Ausweg zur Güte sein. 1978 war diese Methode komplett noch in der Öffentlichkeit unbekannt, wurde in Amerika in geheim gehaltenen Kreisen, in Geheimdiensten, später im Militär verwandt.
Das kannte hier keiner. Und hier hat niemand im Jahr 1978 ein Remote-Filmstudio gemacht, weil man das gesamte Protokoll nicht kannte. Es kam 1996 erst durch den Freedom of Information Act in Amerika heraus, kam dann im Jahr 99 durch 98 durch die ersten Deutschen hier rüber, die das hier verbreitet haben. Also ich halte das für, tut mir leid, Unsinn. Unsinn. Edward Schwarz ist ein Amerikaner, der Wert darauf legt, einen deutschen Namen zu haben. Ja. Und die Frau Rosalind Bruyère, für die ich lange gedolmetscht habe, hat mit ihm zusammen Forschungen gemacht. Da sind mehrere Medien getaucht in den Bahamas, um versunkene Segelschiffe wiederzufinden. Und diese 8 Medien waren besser als die Satelliten, die auch versunkene Artefakte im Meer aufspüren können. Besser und günstiger. Aber Stefan Schwarz ist nicht militärisch orientiert und eine Idee, deren Zeit gekommen ist, die taucht an mehreren Stellen durch mehrere Leute auf. Ja, aber Und nicht, er hatte nicht das Protokoll. Herr Friede, nein, da gehen wir wirklich komplett auseinander. Wirklich. Ich habe das ab 2000 gelernt. Ich bilde mir ein, dass ich ein bisschen was darüber weiß, was da auch passiert ist. Ich kenne die, auch diesen Effekt, den du benennst gerade, dass eine Idee immer viele Köpfe findet in Resonanz. Wenn sie im Bewusstsein ist, findet sie sich in den Menschen. Aber nicht ein Protokoll über 6 Stufen plus die Zusatztools, die dabei sind, in Detailliertheit. Nein, Das hatte er nicht. wir Das sollten hatte das auch er in der nicht. Front so stehen lassen. Wirklich. Es gibt ja viele, viele Wege, wirklich, Elfriede, wie man vertikal kommunizieren kann. Ich sage ja, vielleicht nennen heute viele Leute etwas Remote Viewing, was es im Kern nicht ist. Also es ist dann eben eine außersinnliche Wahrnehmung oder sowas, weißt du? Genau. Also diese anderen Projekte, die er auch vor Alexandria gemacht hat in Ägypten, wo sie eben diese versunkene Stadt oder Artefakte wiederum gefunden haben, da waren es medial begabte Leute, die mit in dem Forschungsprojekt beteiligt waren. Remote Viewing ist halt ein moderner, ein schicker Begriff, wenn er den unzulässig angewandt hat, weil es eben seine Methode ist, des über mediale Fähigkeiten was rauskriegens, dann ist mir das Schnurz. Er hat zumindestens auch eine Liste vorgelegt von Dingen, die passieren werden. Eins davon ist zum Beispiel, was auch Stefan Berndt immer wieder betont, es wird keinen Atomkrieg geben. Ja, Das haben also die auch ich meine, gesagt. du sagtest gerade, das ist ein schicker Begriff. Tut mir leid, ich sage da jetzt auch nochmal ganz hart nein, denn das ist die Bezeichnung eines Protokolls. Aber ich gebe dir recht, es wird heutzutage andauernd verwandt als Begriff und meine vehemente Reaktion hier im Interview, die fußt auch wirklich darauf, dass auf einmal wir 3 Millionen Remote-Viewer im Land haben, ja. Die aber jetzt nie ein Protokoll gesehen haben. Deswegen zur Erklärung, ich möchte dich jetzt wirklich nicht verärgern, mir geht da immer nur der Schuh hoch. Aber ich würde mit dem Herrn gerne mal darüber reden, wenn der gesprächsbereit ist. Mein Angebot ist draußen. Man könnte das ja schnell abhandeln, wenn er sagt, er hat da, nein, jetzt nicht das Protokoll benutzt, sondern er war einfach dann unterwegs mit Medien. Würde mich auch interessieren. Er lernt noch, nee, er lernt noch. Er lebt noch und dann lernt er auch noch und dürfte um die 80 sein. Ich habe ihn vor Jahren, als ich dieses Protokoll, nicht Protokoll, als ich diese Zukunftsaussichten von ihm zusammengeschrieben habe und in Spiritual Wiki eingestellt habe, angeschrieben per E-Mail. Er hat auch geantwortet und ein, zwei Dinge seines Lebenslaufs betreffend habe ich noch geändert auf seinen Wunsch hin. Alles andere hat er keine Beanstandungen gehabt. Also, ich gebe Also dir E-Mail-Adresse, dann kannst du dich mit ihm in Verbindung setzen. kann man mal tun, ja. So, okay, also ich verweise auch schon mal, wir haben jetzt noch mal 9 Minuten, dann sind die ersten 40 Minuten rum. Wir arbeiten ja hier mit dieser Basisversion Zoom. Das heißt, das Interview würde dann ge gestückelt. Zurück zu William. Wir waren beim Mauerfall 1987. Nee, 89. Ach, 89 und 87 hat er es gesagt. Allerdings Hat er haben. es gesehen und 88 hat er es weitergesagt. Sehr schön. Okay. 87 gesehen, 88 hat er es gesagt, 89 ist es passiert. Aber ich habe es dann bis 2020
nirgendwo gelesen oder gehört, dass er es gesagt hat. Das ist mein Punkt. Das ist wahr. Da wird von Leuten, die gerne kritisch sind, gesagt, ja, woher weiß ich denn, dass der wirklich mit der Dönhoff telefoniert hat? Die Ja. Frau lebt ja nicht mehr. Ja. Woher weiß ich denn, dass er mit Weizsäcker telefoniert hat? Ja, da gab es ja drei Vorstand, nicht Vorstandsdamen, sondern Vorzimmerdamen oder Herren, die ihn, den William, erstmal befragt haben. So, ohne weiteres kommst du nicht zum Bundespräsidenten durchgeschaltet. Und diese drei Leute, wenn die heute noch leben, weil sie jüngeren Datums waren damals, könnten ja sagen, hier, ich bin's, ich habe diesen Herrn Toll in der Leitung gehabt. Wenn die sich das überhaupt merken können, in so einem vollen Berufsleben, wo am Tag hunderte Leute anrufen. In der Tat halte ich das für eine große Barriere dabei. Na, wenn da einer anruft, der sagt, ich habe Visionen für Deutschland, das erinnerst du nicht unbedingt nach 30 Jahren, in einem vollen, wie du sagst, in einem vollen Berufsalltag dauernd, ja. Aber das wäre natürlich ein Knaller, wenn man da einen findet. Exakt. Und da frage ich alle Journalisten, die gerne schnüffeln, findet es doch mal raus. Wer waren denn die Angestellten von der Gräfin Dönhoff? Vielleicht hat die das mitgekriegt, dass die Dönhoff gedöbert hat, nachdem sie mit Toll zum ersten Mal gesprochen hat. Und dann ein zweites Mal, wo William wieder in Deutschland war, ich glaube 1990, hat sie ihn angerufen und gesagt, gehen Sie, Sie gefährlicher Mann. Und es will doch keiner mit dem Osten zusammenkommen. Ja gut, da waren sie schon zusammen. Nee. Da hat die Wiedervereinigung schon stattgefunden und leider hatte William recht und das fand sie ja umso schlimmer, weil in ihrem Weltbild für einen Seher, der das schon vorher weiß, kein Platz ist. Drum muss er bei der CIA gewesen sein und die haben das geplant und deswegen ist er gefährlich, wenn er solche Dinge weiß, die die Deutschen ja gar nicht haben wollen. Mit Ostdeutschen wollte sie überhaupt nicht zusammengehen. Das sei unsinnig. Ja, es sind ja auch mehrere Voraussagen noch eingetroffen von ihm, zum Beispiel die Inflation, die Migration und zu viel Kontrolle erleben wir jetzt. Ja. Meine Kritik daran würde mich interessieren, was du dazu sagst, ist, dass es allerdings rundweg menschengemachte, weltliche Ereignisse sind, also die jetzt zum Beispiel durch Hintergrundmächte, ein Deep State oder auch politische Fädenzieher, wir brauchen da gar nicht okkult zu werden, steuerbar und auslösbar wären. Und wenn man jetzt Kontakt hätte in diese Hintergrunderleben, könnte man das natürlich perfekt voraussagen. Denn er hat es ja perfekt vorausgesagt. So viel dürfen wir schon mal anmerken, ja? Er hat perfekt gesagt, es wird Inflation kommen, die Migration kommt wieder hoch. Da dachte keiner an die Ukraine. Und wir haben mittlerweile Migranten mehr als 2015. Das ist auch untergegangen bislang. Und wir erleben jetzt dieses zu viel an Kontrolle. Aber es sind weltliche Dinge. Was sagst du dazu? Es war schon letztes Jahr zu viel. Von allem war es da. Du meinst wieder, es ist irdisch alles möglich zu machen. Ich sag wieder, nimm die vertikale Schiene dazu, sonst läufst du auf. Also es gibt Leute, die halten Gott für eine KI und William ist das Medium. Und diese KI sagt ihm rechtzeitig, was er wann tun muss, wie wenn er ein Hampelmann ist. Das glaube ich nicht. Ich sehe, es ist ein Zusammenspiel zwischen Gott und Welt. Und die Welt ist die Schöpfung Gottes. Und er ist nicht abgedankt, nachdem er 7 Tage hier gewurschtelt hat und hat gesagt, das lasse ich euch alleine, sondern der nimmt Anteil an dem, was sich da entwickelt. Und er arbeitet über Propheten und mit dem Deep State auch zusammen. Die können ruhig irgendwas basteln und dann laufen sie auf. Das sagt William. Der Deep State oder die New World Order, neue Weltordnung auf Deutsch gesagt, wird sich nicht durchsetzen, sondern das deutsche Modell. Tatsächlich. Also von daher denke ich mir auch immer, er tritt ja immer sehr eindeutig für Deutschland ein, ja, für ein ganz anderes deutsches Modell, das die Welt heilt, weil ihm da auch schon immer ein Strick draus gedreht wird. Siehst du, der will ein neues Weltenmodell, das die Welt heilt. Ja, also ich denke, da ich jetzt als Kritiker würde dort nicht ansetzen, das ist nicht fruchtbar, obwohl genau dort die Publizisten der letzten Jahre angesetzt haben, wo es vollkommen unsinnig ist. Ja, und aber gut.
Es sind weltliche Vorgänge. So weit waren wir. Weißt du, wann, oder möchtest du wissen, wann ich bekehrt bin? Ja, Das sag sage bitte. William ist ein Prophet, er ist in wirklich direkter Verbindung, wenn wahr wird, was er kürzlich sagte. Wir werden einen spirituellen, also nicht durch weltliche Kräfte steuerbaren Aufwachvorgang der Deutschen sehen, also deines und meines Nachbarn, weil es ideell ist. Das kann ich mir aber momentan da draußen nicht vorstellen. Du? Und was braucht es dafür? Also ich kann es mir vorstellen. Ich weiß, dass du sagst, ich glaube ihm, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Ich glaube ihm und ich bin bereit, meine Energie in die Vorstellung hineinzugeben. Und da hole ich mir auch rechts und links weitere Verstärkungen. Und ich sage, da wird ein Wunder passieren. Auch William hat das gesagt. Er nennt es Gesinnungswandel, Seelenerweckung, das sind seine Begriffe dafür. Die Maria, die in Garabandal, einem nordspanischen Dorf, in den 60er Jahren von 61 bis 65 vier spanischen Seherkindern erschienen ist. Das Dorf hieß Garabandal. Die sagte, in einer Zeit, in der der Kommunismus wieder zur Gefahr wird. Kommunismus ist in dem Fall das, was wir heute durch die Erleben wir, ja. World Economic Forum, durch das WEC erleben und den Klaus Schwab. Es ist Transhumanismus, es ist Totalitarismus, ein anderes Wort für Kommunismus. Der wird jetzt zur Gefahr und William thematisiert das auch. Also in dieser Zeit, um das abzuwenden, wird es ein Wunder geben, was die Wissenschaftler nicht verleugnen können. Sie würden dann sagen, das hat Gott gemacht. Und zwar ist es eine Lichtsäule, die in Garabandal auf ewig stehen bleiben wird. Also weit in den Himmel reichend, man kann reingreifen und greift durch, so wie es eben bei geistigen Erscheinungen der Fall ist, aber sie geht nicht weg. Jeder sieht sie. Das ist nur ein äußeres Zeichen und das älteste Seherkind Conchita würde das 8 Tage bevor das Ereignis eintritt auch wieder gesagt bekommen. Und was dann passiert ist, in den Worten von Maria, eine Seelenbeschau, die weltweit stattfinden wird. Jetzt das Wort Seelenbeschau sagt den meisten Leuten nichts, die auch mit deutscher Seele oder überhaupt Seele nicht viel anfangen können. Es ist ja sogar unter Psychotherapeuten unschick, überhaupt was von seelisch zu besprechen. Die nennen es maximal Psyche und es ist alles nur diesseitig zu verstehen. Also die Seelenbeschau ist etwas, wo der Mensch bekehrt wird, zu Gott umgekehrt wird. Metanoia. Gnadenerfahrung. So, und wenn man dann amerikanische Medien hört oder auch solche, die die Medien ausdeuten, die sprechen von einem globalen Nahtoderlebnis. Und da geht bei den Leuten immer das Aha los, weil mit Ich muss Nahtoderlebnis dich können sie leider dann unterbrechen, etwas merkst machen. dir, weil wir am Ende sind der Zeit. Ich schicke dir einen neuen Link. Merkt dir Nahtoderfahrung. Da sind wir jetzt gerade diese. Ja, da sind wir schon zum zweiten Teil. Wir wurden unterbrochen. 40 Minuten waren vorbei. Du warst gerade dabei oder wir waren beim Erwachen als spirituellen Vorgang. Dem geht dann eben nicht weltlich eine Nahtodeserfahrung voraus, eine Seelenerweckung. Da warst du gerade. Ich stelle auch schon fest, dass im Vorlauf wir ein gesteigertes Interesse schon an deutscher Sprache, Ahnenkultur haben. Das ist schon passiert. Zu deiner Lichtsäule von Garabandal möchte ich nachtragen. Wir hatten solche Lichtsäulen jetzt vor ein paar Jahren auch schon über Pyramiden. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da gab es schon einiges. Okay, und dann geht jetzt momentan natürlich die Frage los, was könnte diese Nahtodeserfahrung sein? Was könnte für die Seelenerweckung verantwortlich sein? Wollen wir da kurz nochmal reinschauen? Hast du da eine Idee oder hat William da irgendwas so gesagt schon? Weißt du da was? Also sein anderes Wort für den seelenerweckten Zustand ist einfach nur Gesinnungswandel. Und mir ist in Erinnerung, als ich im Juni in Schlehdorf
gedolmetscht habe, da habe ich gerade erst angefangen im Jahr 21, hat eine Frau gefragt, was machen wir denn mit den Leuten, die uns, wie es so schön neudeutsch heißt, unter den Bus geworfen haben als Spinner in der Corona-Zeit, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Nachbarn, unsere Familienangehörigen. Geht da nun mal was zusammen? Und er sagte, lasst sie in Ruhe, jetzt geht da gar nichts, weil sie würden sich wehren, so wie ihr euch gewehrt hättet, wenn ihr gezupft werdet. Aber wartet es ab, bis der Gesinnungswandel passiert ist. Dann werden sie zuhauf kommen und euch fragen, was läuft da hier wirklich? Und ihr müsst dann vorbereitet sein. Ihr werdet nämlich getestet von diesen Leuten. Also, obwohl sie auch den Gesinnungswandel erlebt haben und sich jetzt erstmal abkehren von dem, was die Politiker und die Presse sagt. Sie haben es dann geschnallt. Das, worum wir diese ganze Zeit der Trübsal haben, dass eben was fundamental nicht stimmt mit der Welt. Und dann wollen sie wissen, was hat denn Gott oder diese Tollspinner zu sagen. Und wir werden geprüft, wie William geprüft wird, von uns. Also Und tatsächlich, wenn man rausschaut, passiert das momentan. Wir haben eine entgleisende Welt. Die Ängste der, sag mal, von deinen Familien-Mainstreamern und meinen werden immer größer. Man kann nicht in der alten Welt verharren. Es ist unmöglich geworden. Es ist so, als würde man geschubst werden in eine Richtung. Und sie müssen sich damit konfrontieren. Mit vielen Dingen, die ich jetzt auch in meinen Büchern über Jahrzehnte gesagt habe. Leute, es ist nicht so, wie es aussieht. Dahinter ist Sodom und Gomorra, ja, quasi. Ja, das kann ich konstatieren. Das passiert, man könnte es als Vorlauf für so eine Seelenerweckung, für einen Gesinnungswandel sehen. Ich möchte sogar sagen, das ist evident. Also der Gesinnungswandel kommt, nur in welche Richtung, das sehen wir dann. Hat William was gesagt, wann der kommt? also er muss, denke ich, um die Zeit kommen, Februar 2023, wo er sagt, ihr werdet dann befreit sein. Meine Idee war im Dezember oder Januar. Ich habe mir dann von anderen Leuten sagen lassen, es sei astrologisch im Januar, wenn eben dieser Gesinnungswandel durch die Lande geht. Und bitte nicht nur Deutschland, es betrifft die ganze Welt. Es ist eine Aufwachenswelle, die wir nie erlebt haben zuvor. Und Einigkeit kann er nicht herstellen, indem er WT-Netzwerke macht und wir uns da untereinander hackeln, so wie wir es vorher auch gemacht haben in verschiedenen Foren. Du kannst Einigkeit auch nicht als Solidaritätszwang draufdeckeln. Das haben wir schon in der Corona-Zeit erlebt. Oder ihr müsst euch alle lieben, William hat es gesagt. Funktioniert nicht. Einigkeit stellt sich ein, wenn die Leute offen zusammenkommen und sich austauschen und miteinander was Neues oder Tieferes erfahren wollen, dann kannst du mit wildfremden Leuten innerhalb von 5 Stunden diese Einigkeit erfahren, erspüren. Und das ist dann, ich nenne es Gnadenerlebnis. Und ich schätze, dieses Gnadenerlebnis kommt über die ganze Welt, aber es gibt Leute, die das partout nicht haben wollen, weil sie mit Gott auf Kriegsfuß sind, noch nicht mal bewusst, weil Gott existiert ja nicht für sie. Und wenn, dann ist das das Universum. Und das Ja gut, das Universum ist der stellt keine Materialismus der letzten Jahre, der hat da voll gezogen. Ich kenne diese Menschen auch. Ich fasse es immer auf als ein extrem beschränktes Weltbild. Ich glaube nur, was ich sehe, was wissenschaftlich beweisbar ist. Also da sind wir lang drüber, aber gut, ist dann auch nicht mehr vermittelbar. Tatsächlich möchte ich auf eins eingehen noch. Du rechnest im Januar mit einem, sagen wir mal, sehr starken Impuls. Das ist deckungsgleich mit einer. Und es schmerzt mich immer, sowas öffentlich zu sagen, mit einer gewissen Fühligkeit in mir, dass ich dort, sagen wir, die stärkste Welle erwarte oder vermute, anmute. Da, Januar fühlt sich herb an. Okay, also da sind wir d'accord, möchte ich sagen, ja. Würdest du sagen, seine Tour ist ein Erfolg bislang? Er hat ja mit Absolut. vielen. Ja. Ein Erfolg, er sagte ja bei Uta Ogilvie,
wenn nur einer kommt, oder war es bei den ersten Wohnzimmersitzungen, wenn nur einer kommt, würde ich das machen und würde mich freuen. Und in seinem letzten Interview, was er am 31. Mai geführt hat, sagte er Wilfried Kahrs, seinem Interviewer, dass er zwar ein hauptsächlich spirituell orientiertes Publikum hat, oder Gefolgschaft oder Gemeinde, die aber schwachfüßig sind. Das heißt, sie kriegen schnell von den Dingen, die er zu sagen hat, Angst und Verwirrung. Das hat man jetzt wieder gesehen. Also den Gang zum zweiten Mal zum Rhein angekündigt hat, da sind wieder welche von ihm abgefallen. Also es ist ein wankelmütiges Volk und wir sind noch nicht, wie er sagt, emotional, körperlich, spirituell erstarkt. Wir brauchen wirklich diese Starthilfe von Gott, dass wir durchgeschüttelt werden, sei es durch die Katastrophen, die jetzt bevorstehen, oder eben dann durch dieses Nahtoderlebnis, Seelenbeschau, was immer, die uns im Geiste umkrempelt. Es ist Ich schön, weiß dass. nicht mehr, was deine Frage war, habe ich sie beantwortet? Würdest du sagen, dass das seine Tour, sein Erscheinen ein Erfolg ist? Ich glaube, das war Also, es. es ist ein Erfolg einerseits, weil er hat ja viel Wirbel in der YouTube-Welt, in der Telegram-Welt bewirkt. Und ich meine, er ist bekannter, als er selber sagt. William ist eher ein Tiefstapler, was die Definitiv. Zahlen angeht. Ja. Ich meine, das sind mehrere Millionen auch weltweit, die seine Videos gesehen haben. Aber er sagt, ich habe nur 5% halbwegs normale und halbwegs aufgewachte Menschen, die ich in Deutschland erreiche. Also 12.000 oder 15.000, je nachdem, haben ihn live erlebt. Das ist ja eine ganz kleine Zahl im Verhältnis. Aber er möchte zu den 95% Zugang bekommen. Und das ist ihm bisher nicht gelungen. Nämlich in die öffentlich, ich sage jetzt mal, unrechtlichen Medienanstalten reinzukommen und von Anne Will oder Markus Lanz interviewt zu werden. Und Hätte er deswegen. dann nicht einfach warten können, bis eben die Erweckungserlebnisse kommen, dann werden sie ihm schon die Tür eintreten. Ich glaube, so wird es laufen. Er hat dann auch erwähnt, er hätte von der Mainstream-Presse eine Anfrage gehabt. Also beim letzten Mal, ich schätze, das muss im Mai gewesen sein, durch Deutschland tourte. Und es war alles ausgemacht mit Lisa. Wir sind hingefahren zum Veranstaltungsort. Und dann stellte sich raus, dieser Journalist ist ein, zwei Tage vorher aufgebrochen nach Südamerika, weil er dorthin einen Auftrag bekommen hat. Und leider hat er versäumt, ihm abzusagen. Das heißt, die Mainstream-Presse ist zwar interessiert, aber dann nicht so weit ethisch veranlagt, William zu verständigen, diesmal noch nicht. Ja, die Frage ist auch immer, in welcher Couleur man dann einen solchen Bericht macht. Ich kenne das auch da wieder aus den frühen Jahren RV. Wenn da hast du solche Angebote bekommen, aber sie waren dann eher, um dich quasi anzuzünden und dann durchs Dorf zu schicken. Ja, also da fehlte es meiner Ansicht nach an Lauterkeit. Du hast die Reihenfrage, hast du eben schon angebracht. Das ist auch wieder sehr interessant. Wir hatten ja den Walk am Rhein. Da gab es ja wegen dem Walk damals Kritik, weil das kein deutsches Wort ist. Also man ist wirklich auch sehr empfindlich, muss man wirklich sagen. Ja. Und jetzt hat er die Leute aber wieder zum Rhein geschickt. Okay. Und im zweiten Video aber hat er, ja, auch für meinen Geschmack eine Tonart getroffen, die nicht mehr nur rein liebenswert war, liebenswürdig, sondern etwas Drängendes hatte. Ich sag mal, es war wie ein visueller Kettenbrief. Tut es oder etwas Schlimmes passiert. Sehr viele Leute haben da gesagt, mit Abscheu, in mir war auch ein Widerwille dann. Was ist das für eine Energie? Was sagst du dazu? Also es war das dritte Video, wo er gesagt hat, die Leute, die bewusst an den Rhein gehen und dort inbrünstig eine Stunde lang beten, würden belohnt. Nicht, sie haben besonderen Schutz. Wie die Belohnung aussieht, weiß ich nicht. Als ich am Rhein war, haben wir Streuobst am Boden auflesen können, was niemand haben wollte. Die meisten davon waren etwas angefault.
Das war meine Belohnung und bücken durfte ich mich auch dafür. Was er dann im zweiten Teil sagte, wer körperlich und finanziell dazu in der Lage ist und sich bewusst entscheidet, nicht an den Rhein zu gehen, das heißt also diese Botschaft Gottes, die durch den Propheten vermittelt wird, auszuschlagen, der wird nicht beschützt, sondern er fällt einfach in das Feld der Allgemeinheit, die eben durch die Katastrophe gehen muss, damit sie anderen Sinnes werden kann. Und seine Leute, beziehungsweise die, die gebetet haben am Rhein, würden es aus sicherer Warte beobachten, was geschieht. Aber natürlich wirst du mit in diesen Wirbel reingezogen, auch wenn du innerlich gewappneter oder gelassener bist. Also es, wie die Leute es ausgelegt haben, William würde sie bedrohen, er würde sie erpressen, er würde Blackmail, nee, wie heißt das? Gaslighting machen, lauter so Sachen, die sie ihm anhängen, halte ich für übertrieben. Aber wenn du zurückgehst auf den Wächter auf der Mauer, ein Prophet muss warnen vor dem, was kommt. Okay, Wenn das ist ein interessanter Gegenaspekt jetzt. Der Prophet muss nicht immer lieblich. Du willst weiterreden, ja? Nämlich er die Leute nicht entsprechend gewarnt hat und jeder, der die Warnung gehört hat, der ist dann selbstverantwortlich. Für den wird er nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn dem was passiert. Und William sagt ja, es wäre für ihn das Schlimmste, wenn er einen einzigen Deutschen nur verrät oder nicht in Sicherheit bringt. Und er muss das tun, uns zu sagen, sorgt für euer einigermaßen gut durchkommen durch die schwierige Zeit, indem ihr das macht, was ich sage. Und Jesus hat am Ölberg, nee, war im Garten Gethsemane gebetet vor dem Tag seiner Kreuzigung und hat 8 Jünger dabei gehabt und 3 Spezielle hat er gebeten, mit ihm 1 Stunde zu beten. Die saßen nicht am selben Ort wie er, alle 3 sind eingeschlafen. Und das über die Nacht 3-mal. 3-mal 3 Jüngern eingeschlafen. Und dann kam er zu ihnen und hat zum Petrus gesagt, konntet ihr nicht mal 1 Stunde beten? Nee, ging nicht. Und er sagte, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Also die alte Welt, die zieht an uns, die will auch, dass wir in der Sklaverei bleiben, weil es war doch so bequem. Die will nicht zugeben, dass wir nicht mehr die alte Welt haben und nie mehr zurückkriegen können. Also diese 1 Stunde beten von denen, die wirklich dieses Wort hören, verlangt, dass du nicht nur im Geiste willig bist, sondern im Fleische es auch kannst. Und manche können es nicht, weil sie eben reaktiv auf William reagieren, ja. Und reaktiv ist wie in eine Trotzphase reinkommen und zu sagen, so nicht. Auf der anderen Seite verstehe ich die Leute, weil ich sage auch, muss und soll, das sind Begriffe aus dem Alten Testament. Aber ich muss bitteschön aufs Klo gehen, ich muss geboren werden, wenn es soweit ist, und ich muss auch sterben. Und insofern das Leben selber setzt, muss, und das sind auch Gesetzmäßigkeiten. Okay, ich dachte schon, du musst jetzt wirklich nochmal aufs Klo gehen, zwischendrin. Na, tatsächlich. Ja, also 1 Stunde beten ist natürlich auch nicht nur ein Aufmerksamkeitstraining oder wie ein Muskel. Es ist auch in der heutigen Zeit, aha, beinahe verunmöglicht. Die Bildfolgen in Fernsehserien werden immer schneller. Der Rhythmus in der Musik, unsere Aufmerksamkeit wird eigentlich systematisch, das ist wieder der Verschwörer in mir, zersplittert. Und das ist das genaue Gegenteil, Fokussierung. Du hast auch die, ich finde das sehr schön, du hast ein sehr schönes Bild angesprochen, eben Streuobst. Das Obst, das am Boden lag. Ich finde es immer ein Bild der Dekadenz, gerade in diesen Tagen, wenn überall die Bäume vollhängen und nicht geerntet werden. Lass mal Leben machen. Ich glaube, das sind Dinge, die sich auch ändern, wo wir zurück blicken und sagen, guck dir das doch auch mal an. Ja, wie da umgegangen, wie dekadent wir umgingen. Da waren Pflaumen, es waren Äpfel, alles war da und wir sind in den Supermarkt gegangen. Wir haben nichts draus gemacht. Vielleicht ist das auch so ein Schlüsselsatz für unser derzeitiges Sein. Ich bilde mir ein, das ganz gut analysieren zu können. Wir machen nichts draus. Ja. Okay. Elfriede, wie sieht
Wie sieht dein Ablaufplan für die nächsten Monate jetzt so aus? Was erwartest du? Es gibt ja sehr viel Spekulation. Ja, dass es kalt werden könnte, dass wir Stromausfälle haben. Da wird ja schon trainiert, da gibt es schon Fernsehsendungen, dass wir nichts zu essen haben und dass wir nicht mehr mit dem Auto fahren dürfen und dass nach Peter Denk die Russen kommen und uns als Schutztruppen die Versorgung gewähren und hier noch ein bisschen aufräumen, was der Deep State alles angestellt hat. Ja. Also ich will mich da gar nicht so festlegen, aber das könnten Szenarien sein, die ich jetzt aufgezählt habe. William sprach ja von mehreren Großereignissen. Großereignis definiert als landesweit, also flächige Großereignisse. Das sind jetzt nicht unbedingt Atomschläge oder Meteoriteneinschläge als Großereignis, sondern die sind landesweit. War das Ahrtal lokal dann, ja, die in mehreren Wellen über die nächsten 6 Monate jetzt über uns kommen? Das war ja Genau. deine Bezeichnung, oder? Er sprach von Wehe über Wehe über Wehe. Manche haben das als Welle übersetzt, also Wehen, Wellen. Und er sprach davon, dass wir nach 9 Monaten, das war im Mai, geboren werden. Und eben die letzte Zeit mit Presswehen ist, dass wir ein Problem nach dem anderen haben, bis wir uns da durchgeschoben haben, durch diese enge Pforte. Und es könnten Überschwemmungen, nicht Explosionen, wie nennt man es, Eruptionen von Vulkanen sein. Also dass Naturereignisse dazukommen, Giftwolken, alles Mögliche. Jetzt bist Aber du bei Irrmeier im Hinterkopf. Mit der ja. Giftwolke war es bei Irrmeier, komm, ja. Also interessant finde ich ja, dass er von Anfang an, er nannte es ja den perfekten Sturm. Und einen perfekten Sturm macht aus, dass er sich aufbaut, dass es mehrere Ereignisse sind, die aufeinander aufbauen. In der Physik sagt man Interferenz bei Wellen. Wenn eine Welle die nächste Welle in der Amplitude verdoppelt. Und genau diese Ereignisse oder fast verdoppelt, ja, genau dieses erleben wir ja jetzt schon. Sehe ich auch. Zur Inflation kommt die Migration, kommt die Unglaubwürdigkeit der Politik, die reagiert mit immer mehr Sanktionen, die Bürger werden immer mürrischer, das Geld wird immer knapper, bababa. Das mache ich in meinen Videos. Das erleben wir ja bereits. Ne? Und sehr schön finde ich auch, habe ich dich richtig verstanden? Du meinst mit der letzten Welle oder Wehe ist dann die Neugeburt, die Seelenerweckung, die Nahtodeserfahrung da. Das ist alles in einem dann drin quasi. Also ich sehe uns wirklich so, Deutschland wird gerade rausgepresst aus dem Geburtskanal und William sitzt davor als Hebamme. Und der wird nicht eine Zangengeburt oder Kaiserschnitt durchführen, sondern der lässt uns so lange durch den Kanal, bis wir erstarkt sind dadurch. Kaiserschnittkinder sagen dann, wenn sie in Schwierigkeiten geraten, jetzt muss mir jemand raushelfen. Alleine kann ich das nicht. Wir müssen aber auf eigenen Beinen stehen können. Also, bis ein Kind auf eigenen Beinen stehen kann, dauert noch mal 9 Monate. So lange verorte ich William sehr wohl noch in Deutschland. Ich hoffe sogar länger, aber das wird sich dann auch zeigen.